Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Vespergebet unterbricht, was wir tun. Das Glockengeläut erinnert uns daran, dass unser Leben von Gott kommt und wieder zu Gott führt. Wir singen am Anfang noch einmal den Liedvers von gestern, meine Hoffnung und meine Freude. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Heute lese ich Ihnen nur den ersten Teil des Lehrtextes, Kolosser 1. Darum lassen auch wir nicht ab, für euch zu beten und zu bitten. Manchmal werde ich gefragt, wie oft soll man eigentlich in ein und derselben Sache beten? Die einen sagen vielleicht, einmal reicht, dann ist Gott informiert und wird schon tun, was er für richtig hält. Die anderen sagen, viele Male, immer und immer wieder muss man Gott bestürmen, bis man am Ziel ist. Was wäre, wenn wir uns beim Beten Gott als Mutter oder Vater vorstellen? Wie haben wir uns als Kinder an unsere Eltern gewendet, wenn wir etwas unbedingt wollten? Haben wir ihnen einmal Bescheid gegeben? Nein, wir haben sie bestürmt. Immer und immer wieder sind wir mit unserem Anliegen nach vorn gegangen. Wir werden also in dem Bibelvers ermutigt, es mit Gott genauso zu machen. Darum lassen auch wir nicht ab. Die Moderatorin und Redakteurin Sigrid Röseler hat das für sich selbst so aufgeschrieben. Je seltener ich bete, desto hektischer und stressiger wird mein Leben. Und je leidenschaftlicher mein Gebet ausfällt, desto mehr innere und schöpferische Ruhe habe ich im Alltag. Im Blick auf die Corona-Krise würde das bedeuten, wir lassen auf keinen Fall nach mit dem Beten, bis diese Krankheit überwunden ist. Und wir vertrauen darauf, dass wir im Beten selbst zur Ruhe kommen. Lasst uns jetzt beten. Allmächtiger Gott, wir wünschen uns so sehr, dass die Corona-Pandemie bald vorbei ist. Wir wollen nicht, dass die ganze Welt darunter leidet und noch viele Menschen sterben. Deshalb bitten wir dich, dass du diese Krankheit wegnimmst. In der Stille beten wir für das, was uns jetzt besonders wichtig ist. Gemeinsam beten wir das Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Danke, dass Sie dabei waren. Gott passe auf Sie auf und bis morgen.